Hallihallo, ich bin's wieder und heute wieder mit einem Ordnungsvideo und zwar mit einem ziemlich großen sogar. Also das Video an sich ist wahrscheinlich nicht groß, aber es war ein großer Akt, das zu machen. Und zwar habe ich meinen ganzen Papierkram noch, bevor das Kind kam sozusagen, gedacht, ich muss jetzt irgendwie erstmal Platz schaffen und das alles ein bisschen übersichtlicher gestalten. Und das habe ich, wie gesagt, über einen langen Zeitraum gemacht und habe aber mal ein kurzes Vorher-Video schon gemacht gehabt, dass ihr gesehen habt, wie viel Wust dort einfach vorher schon gewesen ist, und würde euch dann jetzt einfach mein Nachher-System zeigen, was ich jetzt praktisch alles, was nur noch übrig geblieben ist sozusagen. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, was, wie gesagt, da, wie es aussah, vorherend. Und dann zeige ich euch mal, was jetzt wirklich nur noch ganz wenig übrig geblieben ist, weil man kann so viel wegschmeißen an Papierkram. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, hier ist jetzt mein nächstes Projekt. Ich will nämlich hier ein bisschen in dem Zimmer Ordnung schaffen oder ein bisschen Platz vor allen Dingen. Und diese ganzen Ordner hier, die regen mich schon so lange auf, weil ich genau weiß, dass hier wirklich auch viel Zeug drin ist, was ich nicht mehr brauche, wo ich nicht mehr weiß, wo es ist. Und deswegen will ich das alles ordnen. Und da habe ich mir überlegt oder habe einen Tipp gesehen auf einem anderen Kanal. Entschuldigung. Und zwar mit diesen Hängeregistern. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee. Die habe ich mir die auch geholt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Kanal ausgesprochen wurde. Ich mache mal. Irgendwo steht es jetzt bestimmt. Und da habe ich halt diese Hängeregister-Pappendingens gesehen vom Manufaktum und habe mir die auch bestellt. Und dazu habe ich mir noch verschiedenfarbige Mappen bestellt, die auch verschieden artig, also hier sind so zum Reinhängen, habe ich welche. Ich habe welche, einfach ganz normale Ordner. Und ich habe auch diese blauen hier. Die haben, sind innerhalb des der Behängung sozusagen hier nochmal unterteilt. Ich weiß absolut nicht, wie viel ich brauche und ob das zu viel oder zu wenig ist, aber ich wollte erstmal anfangen und euch das vorher zeigen. Und dann berichte ich einfach, wie weit ich gekommen bin. Also das ist sozusagen Step 1. Ich denke, das dauert ein bisschen länger. So, ja, nun, es ist vollbracht. Ich habe meine Aktenordner eingeschrumpft und alles, was jetzt noch übrig geblieben ist, sind also für mich, beziehungsweise für unsere gemeinsamen Sachen, diese beiden Kisten. Also meine Sachen sind auf jeden Fall alle organisiert. Unsere gemeinsamen sind wir noch dran und mein Mann hat noch nicht seine Sachen fertig. Der hat aber auch eine Kiste für sich. Aber das, ja, ist jetzt auch seine Privatsache, da möchte ich jetzt auch nicht allzu viel dazu machen. Ich zeige euch einfach, was ich jetzt hier erstmal für meine Sachen habe. Ich habe verschiedene Arten von Ordnern auch benutzt, die, wie ich sehr praktisch finde, und habe da dadurch auch so ein bisschen ein farbliches System drin. Ich sage, ich habe hier noch zwei, drei Sachen, wo ich noch die Label aktualisieren muss, aber ich zeige euch einfach mal, was ich jetzt für mich für eine Ordnung gefunden habe. Wie lange das funktioniert, ist halt immer, also ist halt nicht fraglich, irgendwann kann es sein, dass ich was ändere, aber erstmal finde ich es jetzt ziemlich übersichtlich und gut. Ich habe hier zum Beispiel einen dicken Ordner, den habe ich Medizinisches genannt, da habe ich zum Beispiel alles Themen drin, Krankenkasse. Ich habe hier, weil wir ja, also alles, was Untersuchungsergebnisse niemand mal bekommen hat, wir waren ja in der Kinderwunschklinik, da habe ich hier ein paar Unterlagen, was dort gelaufen ist, und ich habe hier auch alles Sachen aus der Schwangerschaft, was dort an Unterlagen aufgekommen ist. Das habe ich hier alles nochmal aufgehoben. Wie lange, das werdet ihr dann sehen, aber erstmal wollte ich es erst irgendwo hin haben. Hier ist auch noch eine letzte Spalte sozusagen, wo ich jetzt noch nichts drin habe. Das kann sozusagen noch erweitert werden. Beim Thema Finanzen, da gucke ich jetzt nicht ganz genau rein, da habe ich in die verschiedenen Reiter einfach verschiedene Finanzgeschichten, Banken zum Beispiel, ich habe halt, ne, also einmal Kreditkarte und solche Sachen, die habe ich hier einfach mit reinsortiert und dass man das halt auch schnell greift. Das sind übrigens jetzt, ich zeige es euch mal hier, Sachen, die nach oben aufgehen, und ich habe dann einfach die Unterlagen aus den Ordnern rausgemacht und habe die mit diesen Akten-Dulis festgemacht und kann die einfach so rausziehen und neu oben drauf heften. Dass das Aktuellste dann auch wirklich oben drauf ist. Fand ich ganz praktisch. Ich habe andere Ordner, die sind also leer so aus, wo man das auch praktisch noch reinstecken kann. Und die roten, die sind praktisch wie normale Hefte, da ist das praktisch schon drin. Da habe ich Sachen reingetan, wo ich jetzt nicht viel hin und her heften muss. Und ja, die gehen dann einfach, Moment,
so nach oben praktisch auf. Genau. Ja, und dann habe ich hier einen Ordner, wo ich allgemein Verträge und Abos habe. Also zum Beispiel meine Handygeschichte habe ich hier drin. Zeitungsabo habe ich hier was abgeheftet und da halt auch diese Unterkategorien einfach gemacht. Ja, wie gesagt, wer da mehr hat, kann, also da kann man ja gegebenenfalls auch mehrere Unterreiter dann machen. Für mich hat das jetzt so erstmal gereicht. Oder wer zum Beispiel irgendwelche Karten noch hat, wo irgendwas abgeheftet hat, Unterlagen. Das habe ich halt hier alles mit drin. Dann habe ich hier einen Reiter Arbeit. Auch da würde ich jetzt nicht ganz intensiv drauf eingehen. Da habe ich einmal praktisch Vertragliches, also alles, was den Arbeitsvertrag angeht, wenn dort irgendwelche Zusatzvereinbarungen getroffen wurden, etc. Ich habe was zum Thema betriebliche Altersvorsorge. Habe jetzt noch einen Reiter Elternzeit einfach hinzugefügt. Man kann dann zum Beispiel auch, wer jetzt regelmäßig Personalgespräche hat und die Unterlagen abheften möchte, kann das mit tun. Oder ja, alles, was sonst so gibt, was halt arbeitsrelevant ist, wer da regelmäßig noch Dokumente bekommt. Hier habe ich jetzt, das sind auch die langfristigen Sachen, also jetzt keine Entgeltabrechnung oder sowas. Dann habe ich hier einen Reiter Versicherung. Mit den Unterreitern habe ich dann, das sind jetzt auch meine privaten, also meine eigenen sozusagen, nur nicht für unsere gemeinsamen Geschichten, habe ich jetzt Lebensversicherung, Krankenversicherung, Zusatzkrankenversicherung, solche Sachen habe ich hier gemacht und auch, also den Namen sozusagen und auch gleich die Versicherungsnummer, die würde ich erstmal zuhalten, um das halt auch schneller, wenn ein Brief davon kommt, das abzuheften, weil manchmal finde ich die Briefe recht unübersichtlich. Dann habe ich hier einen Reiter fürs Auto. Da habe ich halt auch dann ein Versicherungsthema, den habe ich praktisch, das muss man für sich selbst einfach entscheiden, wo es praktischer ist. Ich habe die Autoversicherung hier mit reingemacht. Dazu kommen dann einmal, wo ich alles an Rechnungen habe von ja, Reparaturen, Blitzer habe ich mir auch mit noch aufgehoben und solche Geschichten. Dann, und dann natürlich auch den Fahrzeugbriefen, solche Sachen habe ich hier auch nochmal eine extra Reiter. Dann habe ich hier ein sonstiges mir gegönnt, wo ich einfach Sachen, von denen ich mich noch nicht trennen konnte, aufgehoben habe. Und hier diese weißen, da habe ich, es sieht jetzt hier ein bisschen unordentlich aus, aber weil ich hatte das alles separat erst, habe es aber jetzt zusammengeführt, Entgeltabrechnungen und Steuergeschichten von den letzten Jahren. Weil ich trennen konnte ich mich noch nicht, ich wollte es aber so effizient wie möglich aufbewahren. Und dann habe ich halt hier wirklich 2007, 8, 9, 10 und 11 zum Beispiel in einem Ordner drin, habe die abgeheftet, habe die auf diesem Aktenduli nochmal, wie ich sie vorher schon in der Akte hatte, mit diesem Papier zwischen Trennern einfach noch aufgehoben. Eigentlich braucht man es nicht wirklich, aber ich, wie gesagt, wer sich davon nicht trennen kann, dann einfach lieber eine möglichst effiziente Variante finden. Das gleiche habe ich dann hier noch von 12 bis 15 gemacht und das aktuelle Jahr habe ich in einem einzelnen Reiter, weil das einfach ist, was man am häufigsten braucht, wo man noch was dazu heftet. Die anderen Sachen ja eher selten. Genau, dann und diese roten Sachen, da habe ich die Sachen, die wirklich extrem wichtig sind, die man auch immer aufheben muss. Dann habe ich hier zum Beispiel einmal Sozial- bzw. Rentenversicherung was abgeheftet und auch einmal meine Originalzeugnisse habe ich hier. Also wirklich alles, was ich jemals an Zeugnis bekomme, habe ich hier alles einzeln in Folien abgeheftet. Und ja, wenn man mal irgendwie wieder eine Bewerbung oder sowas braucht, ist das hier alles griffbereit und das sind ja wichtige Dokumente einfach. Und das sind so die wichtigsten Sachen, die ich für mich jetzt hier erstmal geklärt habe sozusagen. Und dann haben wir hier noch unseren gemeinsamen Ordner, wie gesagt, da ist jetzt noch nicht alles drin. Da habe ich halt einmal auch den Ordner, ich habe es mal noch Baby genannt, wo Sachen fürs Kind einfach erstmal drin sind. Es gibt ja diese Steueridentifikationsnummern fürs Kind, es gibt auch von der Krankenkasse Geschichten. Das habe ich jetzt erstmal alles hier mit aufgehoben, auch Geburtsurkunde etc. Das habe ich erstmal hier. Wie gesagt, das wird sicherlich irgendwann noch anders, aber erstmal es ist noch nicht so viel, dass man das hier erstmal nur sammeln kann. Und gerade diese nach oben offenen Ordner finde ich ja ganz praktisch, weil man kann hier auch manchmal erstmal auf die Schnelle was reinschmeißen. Und dann später sich den Ordner nochmal nehmen und genauer durchgucken. Und dann haben wir hier noch einen von diesen Mehrblatt-Ordner, nenne ich es mal, für die Wohnung. Da habe ich zum Beispiel eine so eine große Tasche gemacht, wo alles Bedienungsanleitungen für die Küche drin sind oder überhaupt alles, was zum Thema Küche war. Dann habe ich Bedienungsanleitungen hier mit drin, den Mietvertrag.
gibt es einen Reiter. Wie gesagt, das ist noch nicht alles ausgefüllt, aber das kommt hier alles rein, was wir gemeinsam haben. Und auch die Versicherung, Hausratversicherung, solche Sachen kommt hier noch mit rein. Das sind erstmal so die wichtigsten Sachen für uns gemeinsam. Wir haben ein gemeinsames Auto, das wird hier noch reingemacht. Ich musste nur noch von den blauen Ordnern mir welche holen, weil wir die halt als sehr sinnvoll erachtet haben und die auch von Preis her sehr günstig sind. Ja, das sind übrigens einmal, ich glaube, das hier, ich überlege gerade, das waren recht einfache von in Amazon habe ich die bestellt. Die fand ich aber ganz gut. Da steht jetzt auch gar keine Marke drauf. Diese blauen, das müssten Esselte sein. Und die roten sind Lights, glaube ich. Ja, Lights. Das Einzige, was ich nicht so toll fand, und ich glaube, das waren die von die Esselte. Da gucke ich nochmal nach. Die hatten andere Reiter oben drauf und die waren furchtbar, weil die sehr Moment, es knirscht. Das waren nur so ganz einfache Plastikteile, die sehr instabil waren und die haben auch überhaupt nicht gut gehalten, wenn man die hier oben drauf gesteckt hat. Also die wurden hier nur so drauf. Die habe ich dann einfach aussortiert und mir nochmal andere von diesen festen, stabilen nachbestellt, weil die sind wirklich nicht der Hit. Hier diese festen Plastiken, die kann man halt auch gut einfach zum Umblättern, sage ich mal, nehmen. Und ja, ich gucke nochmal, damit ich euch jetzt nichts Falsches erzählt habe. Bei den meisten ist dann auch was zum Einschieben dabei, wo man halt also die Beschriftung, das sind ja schon vorgestanzt, das reinführen kann. Wie gesagt, ich habe es lieber mit dem Label Maker gemacht, weil dann auch jede Firma andere Größen etc. hat. Und so sieht es halt meiner Meinung nach ein bisschen, gleicher aus. Ich gucke mal, ich glaube, ja, also genau, die roten waren die Lights, die hatten diese sehr schönen Aufsätze und auch die, genau, auch die weißen hatten gute, aber das so sieht es aus, diese, warte, wird es scharf, ja, super wie die sind zum Einsortieren, so blöd ist oben dieser Plastikbibus, also da, muss ich sagen, haben die leider nicht ganz überzeugt. Aber von der Grundmachart fand ich die super. Ja, und ich habe wirklich extrem viel weggeschmissen. Guckt halt einfach, dass ihr die Sachen, die ihr aussortiert, möglichst schreddert, dass da nichts irgendwie an Daten noch wo landet, wo sie nicht hingehören. Aber das ist schon, also eigentlich ein paar Sachen, die man noch nicht mal wirklich braucht, die ich noch aufgehoben habe. Und es ist wirklich vom Platz her total wenig geworden. Das kann ich bei mir hier zum Beispiel auch, denn ich habe hier meinen Sekretär. Jetzt habe ich das falsch, ich zeige es euch trotzdem mal. Also einfach hier reinschieben. Das passt im Normalfall auch genau richtig so, dass der Sekretär dann auch gut zugeht. Hier kommt dann noch mein Name dran, das habe ich jetzt nur abgemacht. Kann man hier gut rausziehen. Diese Boxen übrigens, die habe ich bei Manufaktum bestellt. Die habe ich bei der, was habe ich den Namen von, ich schreibe euch mal, wo ich es gesehen habe in einem Video. Und ich fand die total cool. Die sind super stabil und gerade hier auch mit diesem Metall und so sehr, sehr praktisch und sehr schön. Wer jetzt hier gespießt hat und den einen Ordner noch gesehen hat, das ist noch mein Bastelordner, der hier eigentlich nicht hingehört, wo ich noch Anleitungen drin habe. Aber ansonsten sind wirklich alle Ordner von mir auf jeden Fall erstmal weg. Und ja, wie gesagt, probiert einfach auch bei euch mal zu gucken, was an Papier wirklich weg kann, weil man hat einfach viel zu viel. Ja, wie gesagt, vielleicht hat euch das ein bisschen inspiriert, wie ihr das macht. Wenn ihr noch andere Tipps habt, wie ihr das organisiert habt, dann auch gerne, ja, her damit, ich bin da auch immer auf der Suche nach der optimalsten Variante und vielleicht gibt es ja auch noch was Besseres.